Auf jeden Fall erstmal eine gute Beratung vom Architekten, von Bauingenieuren, also den sogenannten Bauvorlageberechtigten. Und wer energetisch was machen möchte, sollte sich eben gleich vom Sachverständigen beraten lassen oder eben im Internet informieren. Da gibt es ja zahlreiche Angebote. Und was die Barrierefreiheit anbelangt, ist eigentlich auch zu empfehlen, dass man von vornherein an die Barrierefreiheit denkt, vor allen Dingen eben im Bad, das ist im Einfamilienhausbereich eben sehr wichtig. Und eben, dass man Stufen von vornherein vermeidet. Sonst davon hat man in der Jugend was, aber auch im Alter vor allen Dingen. Und es kostet nicht viel mehr.